der Pizzeria Al Volo angekommen, hier am Eppendorfer Weg 211. Liebe Freunde, und ich habe eine sympathische Dame an meine Seite geholt. Ich habe mir sagen lassen, sie ist das Herz von dieser Pizzeria. Warum? Weil sie auch einen italienischen Namen hat. Jeanette Massaro, original italienisch? Fast original, zur Hälfte. Mein Vater ist Italiener, kommt aus Apulien und steht auch so ein bisschen zu dem, was wir hier anbieten. Süditalienische Küche, von daher, ja. Sag mal, Jeanette, eine Frage, als das mal eine persönliche Frage, ja? Italienisch, Pizzeria-Liebhaberin. Was macht eine richtig gute italienische Pizza eigentlich aus? Was muss da drin drauf sein oder wie muss die eigentlich schmecken? Natürlich braucht man dazu erstmal echte, authentische Zutaten aus Italien. Die beste Mozzarella und mein Favorit Pancetta und Scamorza. Dann ist sie perfekt. Das ist was? Ist italienischer Weichkäse, geräuchert, genauso wie Pancettas. Unsere geräucherte Pizza Affumicata. Ja. Also, wenn ihr Tipps braucht, kommt gerne vorbei. Jeanette weiß auf jeden Fall Bescheid. Vielleicht für unsere Zuschauer und Zuschauer mal kurz Erklärung. Was ist Al Volo, also die Pizzeria? Wie lange gibt es euch und was bietet ihr allgemein an? Uns gibt es seit, ich meine, 9,5 Jahre müssten das jetzt sein. Wir bieten von A bis Z, wir bieten natürlich Pizza, dafür stehen wir, echte, authentische Pizza. Wir bieten aber auch Pasta, Salate, Suppen, alles, was das Herz begehrt, dafür stehen wir. Meine letzte Frage für all diejenigen, die vielleicht noch nicht das Glück hatten, eine leckere Pizza von Al Volo zu probieren. Hättest du so, sagen wir mal, deine Top 3 der Lieblingspizzen, die wir ausprobieren müssten und sollen? Definitiv auf Platz 1 ist die Pizza Burrata. Die ist bei uns mit Tomatensauce, Parmesan als Base. Dann haben wir Rucola oben drauf und als Krönung in der Mitte eine Burrata. Ja. Und als zweite Pizza würde ich definitiv die Pizza Rustica erwähnen wollen. Die hat ebenfalls Tomatensauce, Mozzarella, Rucola und Parmesanspalten und Kirschtomaten obendrauf. Die wird auch sehr, sehr gerne bei uns bestellt und verzehrt. Ansonsten noch die Pizza Affumicata, die ich vorhin schon erwähnt hatte. Die ist bei uns mit Tomatensauce, Mozzarella, geräuchertem Speck und geräucherter Käse aus Italien, Scamorza. Die wird auch sehr, sehr gern bestellt und gegessen. Die Top 3, definitiv. Vielen Dank, liebe Jeanette. Liebe Freunde, das war's hier aus dem Al Volo, Pizza di Al Volo. Falls ihr weitere Informationen benötigt, geht gerne auf deren Website, ja, alvolo.de oder auf Instagram, pizzeria_alvolo. Da bekommt ihr natürlich leckere Impressionen von dieser leckeren und tollen Pizzeria. Außerdem sind wir natürlich für euch weiterhin unterwegs. Unter dem Hashtag Support Your Locals werden wir an eurer Seite sein und werden euch weiterhin unterstützen. Bleibt uns treu, bleibt dran. Und lasst euch das Essen auf jeden Fall nach Hause liefern. Guten Appetit.